Kamera läuft. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, direkt vor der Kamera zu gehen gehört bestimmt nicht zur feinen englischen Art, aber ich bin mir sicher, dass die meisten von euch, gerade die, die zur Schule gehen, tagsüber, besonders in der Schule, auch mit Müdigkeit zu kämpfen haben. Und den Grund dafür kennen wir alle. Abends nie genug kriegen und stundenlang auf Twitter chillen und sich am nächsten Morgen fluchend aus dem Bett schleppen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind das Dinge, die schon zuhauf besprochen wurden und über die man sich eh nicht belehren lässt. Costa, geh ins Bett, es ist spät. Du hältst dich eh nicht dran. Ohne Scheiß, nur weil ich mich jetzt aus... Aber leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich der Körper irgendwann daran rächt. Und das nenne ich dann den Schlaf des Todes. Er überfällt dich in den unpassendsten Momenten und du kannst nichts dagegen tun. Ein Beispiel. Und das ist eine wahre Geschichte. Guck mal, hier habt ihr neuen Spider-Man-Film. Oh mein Gott, ich habe schon so lange drauf gewartet. Oh mein Gott, sei stark. Du darfst jetzt nicht einschlafen. Reiß dich zusammen. Ihr werdet es sehen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin einfach machtlos. Oh mein Gott, jetzt kommt die beste Stelle. Ein ganz besonders schönes Beispiel wäre auch die Busfahrt, bei der immer der Kopf zu irgendeiner Seite fällt, wenn du einschläfst. Und wenn du richtig sexy bist, dann geht auch noch dein Mund auf. Ich weiß genau, dass du das kennst oder dass irgendeinem deiner Freunde schon passiert ist. Okay, zugegeben. Manchmal kann es vielleicht auch ganz praktisch sein. Es gibt drei verschiedene Arten von Fasern. Und zwar die Typ A, die Typ B und die Typ C Faser. Typ A und B, die leiten elektrisch, das ist noch schneller als die Typ C Faser, die leiten die Faser. Aber dass du dann wirklich schlafen kannst, ist ja in den meisten Fällen eher unrealistisch. Und das ist doch fies. Ich meine, warum passiert sowas? Es ist ja nicht so, dass ich mit Absicht spät ins Bett gehe, damit ich am nächsten Tag müde bin. Ich kann auch nichts dafür, dass mein Körper eben eher abends aktiv wird. Moment mal. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen falsch. Ich habe darüber nachgedacht und mir überlegt, wie cool wäre es denn, wenn du diese Schlafanfälle kontrollieren könntest. Ja, das heißt, wenn du dir aussuchen könntest, wann dich dieser Schlaf überfällt. Ich meine, es wird dir sicherlich in der einen oder anderen richtig unangenehmen Situation helfen. Zum Beispiel, wenn einer deiner Freunde mal wieder eine richtig intime und peinliche Frage stellt. Du, hast du wirklich mit dem Typ gestern geschlafen? Oder wenn jemand einen Witz gemacht hat, der einfach überhaupt nicht lustig ist und du über diese peinliche Stille hinwegkommen willst. Wie nennt man einen türkischen Metzger? Keine Ahnung. Mahmet. Was? Findest du es nicht lustig? Oder wenn Kostas Kind ein neues Video hochgeladen hat. Hey Leute, ich wollte mich zurückmelden. Das war natürlich nur ein Scherz. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wovon ich rede und ob ihr irgendeinen Weg kennt, besser damit umzugehen. Also ich zum Beispiel hasse Kaffee, das heißt, ich kann mich nicht damit aufputschen, aber ich will auch nicht immer bei meinem Lieblingsfilm einschlafen. Ich würde euch wirklich lieben, wenn ihr mir eine gute Möglichkeit nennen würdet. Okay, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, Leute. Bis dann.